Herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Heute geht es um den Alet Sterling. Wir haben unsere Mäher schon seit längerer Zeit im Einsatz und ihr seht heute einen Einzeltest mit allen Vor- und Nachteilen. Viel Spaß! Bevor dieses Video startet, möchte ich kurz erwähnen, dass alles, was ich hier erzähle, meine persönliche Meinung ist, getestet mit beiden Mähern auf meinem Rasen und auf dem Rasen vom Alex. Beide Mäher wurden uns nicht zur Verfügung gestellt, die haben wir uns selbst gekauft. Trotzdem blenden wir hier oben Werbung ein, da wir eine Kooperation mit der Firma Wassenberg haben. Für all diejenigen, die den Alet Sterling nicht kennen. Sei gesagt, es ist ein Spindelmäher, akkubetrieben. Den gibt es in 17 Zoll, sprich 43 cm Schnittbreite oder in 20 Zoll mit 51 cm Schnittbreite. Wie erwähnt, ist das Ganze akkubetrieben und der Preis setzt euch gleich hin. Ich schockiere euch jetzt gleich, der Preis für so ein Mäher, je nach Größe und je nach Größe vom Akku, liegt ganz grob Pi mal Daumen bei 4.500 Euro. Und für dieses Geld erwarte ich einen nahezu perfekten Mäher. Ich bin mir sicher, einen perfekten Rasenmäher gibt es nicht, denn es gibt ja auch keinen perfekten Rasen. Und deswegen hätte ich einfach gesagt, wir gehen auf alle Vor- und Nachteile ein. Wir fangen einfach mal mit dem Herzstück von so einem Rasenmäher an, von Thema Akku und Thema Motor. Der Akku selbst, also es sind zwei Motoren verbaut, da kommen wir gleich noch drauf. Die Motoren sind von der Firma Ego, genauso wie die Akku. Akkus gibt es mit 5 Amperestunden, könnt ihr bestellen. Oder ihr könnt es auch mit 10 Amperestunden bestellen. Und das ist schon ein ordentliches Teil. Den gibt es dann auch als 12 Amperestunden mittlerweile. Also das ist schon richtig übel. Und auch hier gibt es noch einen ganz kleinen mit 2,5 Amperestunden, würde ich aber definitiv bei so einem Mäher nicht empfehlen. Der ist dann eher für Rasentrimmer etc. gedacht. Der Akku selbst, wie gesagt, 5 Amperestunden habe ich jetzt hier in der Hand. Der hat eine Spannung von 56 Volt und somit hat der Motor, hat der ganze Antrieb auch mega viel Power. Und alleine der Motor selber, der Sterling, hat zwei Motoren drin. Er hat einmal einen Motor, der die Spindel antreibt und einmal einen Motor, der für den Vortrieb sorgt. Alleine der Motor, der die Spindel antreibt, hat 1000 Watt an Leistung und das ist natürlich schon eine richtig fette Hausnummer. Wie gesagt, akkumäßig gibt es schon mal gar nichts zu meckern. Der Motor hat Power, der Motor hat Kraft. Er zieht gnadenlos durch von Anfang bis zum Schluss und das finde ich auch richtig gut, dass hier die Firma Alet Ego gewählt hat, weil die haben die spezielle ARC-Technologie von dem Akku. Ihr seht, er ist wie so ein Bogen gebaut und dadurch kommt an jede Zelle Kühlung hin, kommt Luft hin und somit wird der ganze Akku runtergekühlt durch einen Fahrtwind und dadurch ist er einfach leistungsfähiger und das ist ja wirklich so. Der Mäher, der hat Leistung bis zum Schluss. Man merkt nicht, dass die Spannung nachlässt und auf einmal geht er aus, beziehungsweise er zeigt es vorher an durch ein rotes Blinken. Das haben sie echt gut gewählt. Das ist okay. Und da finde ich es auch gut, dass der Akku entnehmbar ist. Den kann man dann rausmachen, vor allem im Winter. Akku sollte man ja warm und trocken lagern. Kommen wir zum nächsten Punkt, Thema Bedienung und Griffhöheneinstellung. Ja, Griffhöhe, generell die Bedienbarkeit vom Griff ist mega gut. Da ist wirklich für jede Größe, für jede Person, bin ich mir sicher, alles dabei und für jeden was dabei. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Griff in verschiedene Positionen zu stellen. Er ist jetzt aktuell ganz unten, dann könnt ihr hier noch einen Winkel hier noch einstellen und hier noch einstellen. Also ihr habt drei Winkelpositionen, in denen ihr den Griff einstellen könnt. Und je nachdem, wie man ihn haben möchte, finde ich so richtig genial gelöst. Und vor allem geht es auch richtig schnell.
Was Sie hier richtig gut gelöst haben, wir haben noch einen Wartungsmodus, der ist einmal ganz oben und dann könnt ihr auch den Mäher umlegen und hier ist automatisch der Mäher im Notaus, da ist unten ein Schalter drin und somit geht hier gar nichts mehr, auch Spindel geht nicht mehr und somit seid ihr hier absolut sicher, auch wenn ihr jetzt hier mal die Spindel überprüfen möchtet. Prinzipiell könnt ihr dann auch noch den Mäher hier verstellen. Ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, den ganzen extrem hoch zu stellen. Ja, ich bin 1,75 für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Und man kann auch das Ganze noch tiefer stellen, auch zum Verstauen etc. Also finde ich hier schon mal echt gut gelöst. Da gibt es also soweit auch nichts zu beanstanden. Das passt alles soweit. Von der Bedienung hier oben habt ihr dann die Möglichkeit, zwei Schalter, beziehungsweise es sieht voll abgespaced aus, ich finde es gut. Ihr könnt hier einmal den Mäher fortbewegen und hier genauso. Das heißt, ihr könnt einmal mit der linken, einmal mit der rechten Hand mähen und hier schaltet ihr dann die Spindel ein. Einfach Sicherungsschalter runter und Spindel rein. Hier habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, den Mäher schneller und langsam laufen zu lassen. Er geht wirklich extrem langsam bis auf extrem schnell. Da muss man schon eher rennen, um überhaupt hinterher zu kommen. Also das ist wirklich super gelöst. Und ihr seht es vielleicht auch, das ist jetzt der große mit 20 Zoll, 51 cm Schnittbreite. Ich schaue nur kurz drauf, der hat 55 Kilogramm. Und ihr seht es ja auch, er ist spielend handlich, spielend leicht. Ihr könnt wirklich den Mäher ohne Probleme zurückziehen, vorschieben. Und das ist meiner Meinung nach, ich habe echt schon viele Spindelmäher getestet und das ist für mich persönlich mit ganz, ganz, ganz großem Abstand der handlichste Spindelmäher, den es derzeit auf dem Markt gibt, vor allem für diese Breite. Wie gesagt, extrem handlich, nicht nur handlich, sondern auch extrem wendig in engen Bereichen etc. Und was auch richtig genial ist, er fährt exakt dahin, wo man hin möchte. Vom Design selber her muss ich sagen, mir persönlich gefällt er. Er ist jetzt nicht so abgespaced wie manche andere. Hätte natürlich ein bisschen futuristischer sein können, aber er sieht zumindest nicht so altbacken aus wie ein Liberty. Vom Wartungsmodus selber, ihr müsst als Spindelmäher eigentlich vor jedem Schnitt die Spindel überprüfen. Und da ist es echt cool. Ihr könnt, wie gerade schon erwähnt, entweder in den Wartungsmodus gehen. Da, wie gesagt, geht gar nichts und ihr könnt ihn einfach umlegen. Der Mäher hat hier keine Kante etc. dran, wo ihr euren Rasen beschädigt. Und jetzt könnt ihr auch schön eure Spindel überprüfen. Ihr kommt unten hin etc. Ihr könnt alles machen. Aber ihr müsst nicht in den Wartungsmodus. Das finde ich auch cool. Ihr könnt auch in der tiefsten Griffhöheneinstellung könnt ihr den Mäher ohne Probleme umlegen und kommt trotzdem hin. Wenn ihr das macht, allerdings bitte denkt dran, der Mäher kann jetzt theoretisch losfahren und auch die Spindel ist jetzt aktiv. Und da solltet ihr dann dementsprechend aufpassen, entweder Akku kurz raus, komplett raus oder einfach hier den Sicherungsstift rausziehen, damit euch nichts passiert. Der Mäher ist natürlich nicht nur ein Rasenmäher, sondern es ist ein Multifunktionswerkzeug, was ihr braucht, um so einen nahezu perfekten Rasen zu haben. Das bedeutet, er hat ein Kassettenwechselsystem. Es gibt verschiedene Kassetten. Ihr könnt einen eine Lüfterkassette einbauen. Ihr könnt eine Aerifizierkassette einbauen. Ihr könnt eine Vertikat einbauen, einen Vertikutierer einbauen. Eine Bürste gibt es noch. Also es gibt verschiedene Kassetten und es ist nichts Neues. Auch der Liberty hat es, auch der Kensington hat es, auch andere Firmen wie Swordman hat es. Nur was hier richtig, richtig cool gelöst ist und das finde ich so traumhaft, ist das Wechselsystem an für sich selbst. Ihr könnt mit wenigen Handgriffen in unter 10 Sekunden die Kassette ausbauen. Das zeige ich euch. Das war's. Es geht mega schnell. Ihr müsst kein Zahnriemen irgendwie runterfriemeln. Ihr müsst keine Seitenverkleidung aufmachen. Ihr müsst rein gar nichts machen. Ihr braucht nur griffbereit eine weitere Kassette. Das ist jetzt eine Lüfterkassette. Die baut ihr dann kurz hier ein. Zack,
rüber und das war's. Und schon könnt ihr anfangen zu lüften. Seid ihr fertig mit Lüften, könnt ihr auch das Ganze wieder ruckzuck ausbauen und diese Spindel wieder einbauen und dann auch gleichzeitig wieder mähen. Ich sage ja, es dauert keine 10 Sekunden. Gerade wenn ihr lüftet, vertikattet, bürstet etc., müsst ihr die Schnitthöhe von dem Rasenmäher relativ häufig verstellen. Hoch, runter, mittel, je nachdem was ihr wollt. Und da muss ich sagen, haben sie super dran gedacht und super gelöst. Ihr habt hier die Schnitthöheneinstellung, hier ist ein großes Rad und hier habt ihr eine Skala von 50 mm auf 0 mm und hier habt ihr sogar auch die Inch. Durch einfaches Drehen, und es geht wirklich mega einfach, das Drehen, könnt ihr die Schnitthöhe ganz leicht verstellen und so Millimeter genau einstellen. Die rechte Seite ist hier bei der Spindel, hier ist auch ein Symbol für die Spindel und hier ist dann die Höheneinstellung für das Lüften, Vertikat etc. Und das Ganze könnt ihr dann auch sehr schnell wieder hochstellen. Und wenn wir gerade hier unten sind, muss ich auch gleich mal was loswerden, was das Thema Optik angeht und was das Thema Haptik angeht. Und hier bin ich ehrlich gesagt schwer enttäuscht. Ein Mäher für fast 5000 Euro ist vom Haptischen her, was Kunststoff angeht. Hier ist eine Kunststoffverkleidung, genauso wie hier. Und hört euch das mal an. Ich finde das alles relativ, ich sage jetzt einfach mal billiges Plastik. Es ist kein hochwertiger Kunststoff. Es mag vielleicht seine Funktion erfüllen. Es mag vielleicht UV-beständig sein, das weiß ich nicht, kann und will ich nicht beurteilen. Aber von der Optik und von der Haptik passt es definitiv nicht zu einem 5000 Euro mehr. Weiterer Punkt ist auch hier, ihr seht es vielleicht auch ganz gut, hier ist ein helleres Grün lackiert als hier. Also das sind zwei Teile, die sind unterschiedlich lackiert, unterschiedlich farbig. Erst haben wir gedacht, das ist vielleicht irgendwie nur bei diesem mehr. Nein, ist es nicht, es ist auch bei einem 20 Zoll. Auch hier wieder dunkel, hier wieder hell. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist nicht gewollt. Es sind vielleicht unterschiedliche Materialien, einmal Alu, einmal Stahl. Und dadurch muss ich aber sagen, wenn ich ein Auto kaufe, das 60.000, 70.000 Euro kostet, eine Oberklasse, und da kann man ihn wirklich auch vergleichen, dann darf ich natürlich keine unterschiedlichen Farben drin haben. Genauso auf dieser Seite hier, auch hier wieder, der Kunststoff ist einfach zu billig gewählt. Das geht für mich persönlich gar nicht. Und wenn wir gerade beim Meckern sind, dann meckere ich jetzt noch weiter. Und zwar, wir haben hier den 17 Zoll und hier haben wir den 20 Zoll. Und man sieht es vielleicht, es ist ein kleiner Unterschied. Es sind wirklich Kleinigkeiten, mir ist gleich aufgefallen. Hier ist ein roter Griff und hier haben wir einen grünen Griff. Wo ich sage, warum grün, warum rot? Ich habe nachgefragt, dann hieß es, somit können Sie die 17 Zoll von dem 20 Zoll unterscheiden. Da muss ich sagen, Leute, geht gar nicht. Es sieht einfach nur, sorry, scheiße aus. Ein sonst grün-schwarzer Mäher und da ist ein roter Griff dran. Finde ich, geht gar nicht. Man kann die Mäher auch so oder so unterscheiden, weil sie einfach deutliche Größenunterschiede haben. Kommen wir zu den Frontrollen und der Heckrolle von dem Stirling. Die Frontrolle, ihr seht es hier, einmal glatte Variante, einmal geriffelte Variante. Und hier wird der Stirling so ausgeliefert, wie er hier ist, mit 6 Messerspindel und mit glatter Frontrolle. Die geriffelte Frontrolle gibt es offiziell von Ellet aktuell Ende, also August 2022, noch nicht zu kaufen. Vielleicht wird noch eine kommen. Wir haben uns die jetzt anfertigen lassen von der Firma Rasenspecht in Kooperation. Haben wir eine Frontrolle drehen lassen, die es auch jetzt offiziell zu kaufen gibt. Und dadurch habt ihr einfach ein nochmals besseres Handling. Das Handling ist ohnehin schon richtig, richtig gut. Also da gibt es echt gar nichts dran auszusetzen. Aber mit dieser Frontrolle zieht er wirklich absolut korrekte und gerade Bahnen. Das ist wirklich richtig toll. Und vor allem halt habt ihr auch die Gräser, die werden nicht so platt gedrückt, sie werden eher noch aufgestellt und dadurch habt ihr ein noch besseres Gesamtschnittbild. Wie gesagt,
gibt es die leider nicht direkt zu kaufen, aber auch die Firma Wassenberg arbeitet mit Rassenspecht zusammen und da könnt ihr die dann auch erwerben. Würde ich persönlich auch definitiv empfehlen, vor allem wenn ihr schon einen relativ guten Rasen habt, aber trotzdem noch ein paar Unebenheiten drin, denn bei der glatten Frontrolle, da kann es schon mal sein, dass ihr mal einen kleinen Schlenkerer reinmacht. Aber ansonsten ist die Heckrolle, das ist so ein Thema. Es gibt ja mehr, die haben eine Edelstahlheckrolle, wie zum Beispiel der Swordman. Und Elet hat hier jetzt beim Stirling mal wieder eine Stahlrolle verbaut, eine Stahlheckrolle verbaut, die eine super Funktion erfüllt. Da gibt es auch nichts dran auszusetzen. Sie ist sehr stabil, das zeige ich euch gleich. Aber ihr seht sie auch hier und das muss ich echt sagen, ich bin so mega enttäuscht. Der Mehr, der 5000 Euro kostet, ist ganz normal lackiert, das ist kein Speziallack und zwei, dreimal über ein Pflaster drüber geballert und schon blättert wieder alles ab. Und da muss ich sagen, für das Geld erwarte ich einfach entweder eine Edelstahlheckrolle, eine richtig gute, massive Edelstahlheckrolle, eine ordentlich dicke oder dann einfach eine Gummierung dran oder whatever, irgendwas. Lasst euch was einfallen, liebe Elet-Firma, aber so geht es meiner Meinung nach definitiv nicht. Aber wie gesagt, sie ist sehr stabil, sie erfüllt den Funktionszweck. Das zeige ich euch gern mal. Ich lege hier an meine Kanten jetzt mal bewusst einen Stein hin, suche mal einfach einen raus, einen relativ großen. Und da ballere ich jetzt auch voll drüber. Und ihr seht auch hier, ich drehe mal rum, noch mal von der Seite noch mal drüber. Weiter in die Mitte und da habt ihr keine Dellen, keine Macken, gar nichts drin. Also Macken ja vom Lack, aber ihr habt keine Dellen drin. Also das ist schon richtig gut gemacht. Sie ist stabil, aber wie gesagt, die Lackierung stört mich persönlich ungemein, weil noch sieht es so aus, noch ist er lackiert, noch ist er schwarz, aber in circa einem halben Jahr seht ihr das blanke Stahl und das fängt halt dann relativ schnell an zu rosten und dann sieht der Mäher nicht mehr so toll aus. Zum Thema Schnitthöhe, da ist es bei Spindelmäher, vor allem bei Mäher, der zwischen 4.000 und 5.000 Euro kostet, mega wichtig, dass diese Schnitthöhe auch genauso eingehalten wird, wie es der Hersteller vorschreibt, beziehungsweise das, was ich möchte oder das, was ich einstelle. Zudem ist es auch, finde ich, mega wichtig, dass zwischen rechts und links kein Höhenunterschied da ist. Also wir reden hier von einem Höhenunterschied von einem halben Millimeter, ist noch akzeptabel, finde ich. Bei einer Preisklasse von fast 5000 Euro ist jedoch alles, was über einem halben Millimeter ist, finde ich einfach zu extrem. Und das überprüfen wir jetzt mal, wie gut der Stirling da ist. Und wir haben ja da schon ein Testmodell damals da gehabt. Das war Anfang des Jahres und da war es schon richtig gut. Das war ein Prototyp und das überprüfen wir jetzt auch mal beim 17 Zoll. Bei meinem 20 Zoll habe ich schon überprüft, dann kann ich jetzt schon sagen, war bis aufs Zehntel genau. Und ich habe jetzt hier 18 mm eingestellt. Ja, das passt soweit. 18 mm. Ich stelle die Messlehre auf 0 und fahre dann mal hier rein, überprüfe das Ganze und sehe an, wir haben 18,3 mm. Jetzt gehen wir rüber auf die Fahrtrichtung linke Seite. Da haben wir 18,1, 18,2. Er spielt ein bisschen. Also von daher haben wir einen Unterschied von 0,1 mm. Und da muss ich echt sagen, ist mega gut. So gut wie keine Toleranz drin. Und das sieht man natürlich auch im Schnittbild. Das Schnittbild ist dadurch einfach mega gerade. Ich hätte gesagt, wir mähen jetzt mal eine kleine Runde. Und bevor wir mähen, baue ich jetzt kurz meine 6-Messer-Spindel ein, weil, wie gesagt, 10 Messer habe ich dazu bestellt. Und für all diejenigen, die vielleicht sagen, ich will mir so ein Stirling kaufen, brauche ich eine 10 Messer, reicht mir eine 6 Messer, kann ich nur so viel sagen. Meine Erfahrung habe ich jetzt gemacht, die 10 Messer ist bei mir persönlich auf meinem Rasen übertrieben. Ich habe runtergemäht bis auf 12 mm mit der 6-Messer-Spindel und hatte kein Ripping drin und das war richtig gut.
Anders beim Liberty, da habe ich schon ab 20 mm ein Ribbing gehabt und deswegen habe ich dann auch gleich eine 10 Messerspindel dazu bestellt. Und wie gesagt, ist einfach übertrieben, deswegen baue ich jetzt eine 6 Messerspindel ein. Und wenn wir jetzt auch gleich die Spindel ausbauen bzw. umbauen, seht ihr jetzt auch hier, das war ein Riesenthema, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Social Media Thema. Elet hat die Auslieferung von den Stirling von der ersten Charge wieder gestoppt, weil die hatten Probleme mit der Steifigkeit. Wenn eine Spindel eingebaut war und man hat den Mäher hier hochgehoben bzw. nach vorne gedrückt, dann hat es so sehr gerattert, weil der Mäher nicht stabil genug war und die Spindel auf das Untermesser gedrückt hat und dadurch waren Rattergeräusche zu hören. Das haben sie erledigt, haben sie eliminiert. Die haben alle Mäher hier verstärkt. Die haben hier eine Verstrebung reingemacht. Man sieht es hier alles nachträglich noch reingebaut, reingeschweißt mit einem Vierkantrohr. Und das Ding ist jetzt richtig, richtig stabil. Und da gibt es auch wirklich gar nichts mehr zu meckern. Zumindest bei den beiden Mähern. Wie es bei anderen ist, weiß ich nicht. Beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, dass alles gut ist. Dürft ihr euch selber mal ein Bild machen. Ich mache die 6 Messerspindel rein und ihr hört es jetzt auch, dass da gar nichts rattert. Ich hebe den kompletten Mäher hinten hoch und da ist gar nichts. Und damit ihr auch seht, dass die Spindel richtig eingestellt ist, machen wir jetzt gleich einen Papiertest. Schneidet, schneidet und schneidet auch. So. Und somit ist dieses Problem auch erledigt. Jetzt hätte ich gesagt, Kamm einstellen und dann Fangkorb hin und los geht's. Kommen wir zu dem berüchtigten Elet-Kamm. Der ist echt genial und auch der Stirling hat wieder einen bekommen. Wir haben hier den Kamm verbaut. Der Kamm sorgt dafür, der ist so gefedert und der Kamm sorgt dafür, dass das Gras nochmal schön aufgestellt wird und schön besser abgeschnitten wird. Und das Schnittbild, ob mit oder ohne Kamm, ist wirklich beeindruckend besser und das merkt man auch im Vergleich zu anderen Spindelmähern. Jedoch muss ich sagen, also beide Mäher haben es, der 20 und der 17 Zoll. Doch hier muss ich sagen, hat sich der Ingenieur und vor allem auch die, die es getestet haben, die den Stirling getestet haben, die haben sich da nicht viel dabei gedacht, weil ihr habt es gesehen, dass die Spindel in unter 10 Sekunden gewechselt werden kann. Werkzeuglos. Finde ich total cool. Jedoch müsst ihr, wenn ihr jetzt lüftet, vertikalet, bürstet, müsst ihr den Kamm hochstellen. Und was haben sie dem Kamm verpasst? Ganz normale Sechskantschrauben. Und da muss ich sagen, brauche ich jetzt wieder einen Schraubenschlüssel, um den Kamm zu verstellen, um den Kamm hoch oder runter zu machen und perfekt einzustellen. Also brauche ich erst Werkzeug und das muss ich sagen, finde ich total nervig. Ich verstehe es nicht, warum sie das so gelöst haben. Ich habe es bei meinem gleich anders gelöst. Ich habe mir gleich eine Rändelschraube bestellt aus Edelstahl und habe hier auch sogar eine Kunststoffunterlegscheibe drunter, damit der Lack nicht verkratzt wird und so kann ich das Ganze dann hoch und runter stellen und das Ganze auch werkzeuglos. Von daher muss ich sagen, ich habe jetzt knappe 8 Euro bezahlt für 2 Stück und da muss ich sagen, wer glaubt in dem Preis noch mit drin gewesen. Jetzt machen wir einen Fangkorb hin und dann mähen wir. Zum Thema Fangkorb kann ich nur so viel sagen, er ist erstmal riesig. Er ist echt groß. Das sitzt für den 20 Zoll. Der ist wirklich groß und er ist auch mega leicht. Also das ist wirklich, der Fangkorb ist mega leicht und gerade beim Spindelmäher soll man ja das Gewicht auf der Frontrolle möglichst reduzieren, um die Gräser nicht platt zu drücken, um generell die Handlichkeit beim Wenden zu erhöhen etc. Und da haben sie sich einerseits was richtig Cooles einfallen lassen. Es ist ein Gewebe, ein Netz und durch das Netz hat mehrere Vorteile. Also erstmal mit Einhängen macht man das auch noch, Einhängen lässt es sich super. Großer Vorteil von dem Netz,
Eine Spindel erzeugt ja einen Luftwirbel. Die dreht ja ordentlich mit ordentlicher Geschwindigkeit und der Luftwirbel muss ja irgendwo weg. Wenn der Fangkorb jetzt geschlossen ist durch einen Kunststoff oder durch ein Stahlblech, dann entsteht so ein großer Überdruck, dass das Gras mehr oder weniger da mal gut, mal nicht so gut reingeworfen wird. Das haben sie durch das Netz richtig gut gelöst. Der Luftstrom kann einfach durch. Das ist echt gut. Dadurch wird der Fangkorb schön gleichmäßig gefüllt. Er wird auch sehr gut gefüllt. Er geht nicht ganz voll, das ist klar. Aber er geht, wenn ich das Maximum habe, er geht wirklich ungefähr bis hier. So, ich sage jetzt mal, gute 3/4, 4/5 geht er wirklich voll. Dass er nicht ganz voll geht bis oben hin, ist klar. Dann fällt es ja wieder raus. Was ich hier aber schon zu beanstanden habe bei dem Fangkorb, die haben es wie gesagt gut gelöst durch das Gewebe, aber mir ist das Gewebe zu grob. Wir haben zu viele grobe Löcher drin, die hätten da einfach ein feineres Gewebe nehmen müssen. Nicht können, sondern müssen, weil, ihr werdet es gleich sehen beim Mähen, vor allem wenn ich nicht viel abschneide, wenn ich wirklich nur ein paar Millimeter abschneide, da fällt das Schnittgut raus. Nicht viel, aber es fällt was raus. Und somit fällt auch Depoa annua-Samen raus. Hier muss man aber auch so sehen, es fällt natürlich nicht alles wieder raus. Somit fällt auch nicht der ganze Annua-Samen raus. Da bin ich eh so der Meinung, was Thema Annua angeht. Auch ein geschlossener Fangkorb, Sichelmäher etc., da wird der Samen immer irgendwo durchkommen. Alleine durchs Drübergehen kommt der Samen durch. Nicht umsonst ist die Annua weltweit verbreitet. Aber weiterer Nachteil ist auch noch durch das Offene. Vor allem hier, wir haben ja offenes Feld und hier ist es immer windig. Ihr hört es vielleicht auch im Video, auch jetzt ist immer wieder ein Wind, eine Windböe da. Und wenn ich mähe und ich mähe gegen den Wind, bekomme ich alles wieder ab. Er wirft es rein und vom Fangkorb kommt es mir wieder entgegen. Da sieht man manchmal wirklich aus wie ein kleines Schweinchen. Und da muss ich echt sagen, hätte man besser lösen können, hätte man anders lösen können. Vielleicht wäre schon getan gewesen, einfach das Gewebe enger machen, feiner machen oder dann hier in diesem Bereich einfach komplett zumachen, das eventuell bis oben hin noch zumachen. Unten ist er ja zu, ja, dass nichts durchfällt, da ist er ja zu. Vielleicht hätte man das einfach mit hochziehen können und nur seitlich offen lassen können, dass der Luftwirbel rausgeht. Da finde ich, hätte man mehr experimentieren müssen, um das Problem richtig in den Griff zu kriegen. Aber wie gesagt, er wird gut gefüllt und vor allem das Ausleeren finde ich noch genialer. Ihr habt keine Kanten drin, er fällt, das ganze Schnittgut fällt beim Umleeren einfach wieder raus. Wenn wir schon beim Meckern sind, dann meckere ich jetzt noch mehr, ist aber wieder nur eine optische Sache. Wir haben hier überall solche Clips, wo festgemacht wird und hier fehlt meiner Meinung nach ein Clip. Da fällt kein Schnittgut raus, alles gut. Alles top, aber ich finde, es sieht optisch nicht gerade schön aus, vor allem um den Preis, wenn dann hier immer solche Lappen da wegstehen. Finde ich jetzt nicht ganz so schön gelöst. Wie gesagt, Thema Fangkorb, haben sie auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. So, ich habe mal ein paar Bahnen gemäht und da muss ich schon sagen, die Schnittqualität, wie er das Gras abschneidet und noch geiler, das Schnittbild. Das gesamte Schnittbild ist einfach fantastisch. Absolut genial und das ist für mich persönlich
der wichtigste Punkt, der Mäher muss einfach gut schneiden. Und ja, das macht er richtig, richtig gut. Es gibt ein paar Dinge, was ihr vielleicht auch feststellen werdet, wenn ihr einen habt, wenn ihr euch mal so ein Stirling leistet. Beim Wendevorgang, da war ich am Anfang extrem verblüfft, extrem baff. Beim Wendevorgang hat er kurz angezuckt, also wenn ich wieder Gas gegeben habe, hat er kurz angezuckt und dann ist er ausgegangen. Bis ich drauf gekommen bin, das ist ein Sicherheitsfeature, dass der Motor nicht überlastet wird. Wenn der Mäher noch leicht am Rückwärtsrollen ist und ihr drückt dann wieder drauf, dass er vorwärts fährt, dann macht es einfach nur Klick und dann geht er nicht. Er muss komplett stillstehen oder nach vorne geschoben werden und dann kann er dementsprechend auch noch Gas geben. Ich mache es immer so mittlerweile beim Wendevorgang. Ich fahre Wende und währenddessen er eigentlich noch ein bisschen vorläuft, drücke ich wieder drauf und dann geht er im Prinzip gleich weiter. Das ist einfach nur ein bisschen Übungssache und dann geht es. Habt ihr aber ruckzuck drin. Vom Schnittgut selber, ihr seht es jetzt, wir haben Wind. Ich habe es angesprochen. Schaut euch den Mäher an, wie er aussieht. Das ist der Nachteil von dem offenen Fangkorb. Wie gesagt, ich finde es nicht so ideal. Vor allem die Schnipsel sind jetzt klein. Ich habe gestern gemäht. Die Schnipsel sind klein. Und auch hier seht ihr, er fällt dementsprechend auch raus. Er wird dagegen geworfen und das Ganze fällt dann auch wieder raus. Ja. Ist jetzt auch, wie gesagt, nicht so ideal. Aber das Handling. Und das Handling ist gigantisch gut. Er ist so mega leicht, egal ob der Fangkorb dran ist oder ob weg ist. Man merkt den Fangkorb gar nicht. Und ihr könnt wirklich nur mit einer Hand den Mäher ganz leicht vor- und zurückschieben. Ihr könnt auf der Stelle ganz einfach wenden, ohne große Kraftanstrengung. Und das ist wirklich, wirklich genial. Und da muss sich Ellet einfach loben. Das haben sie gigantisch gut gelöst. Ihr habt es in den Messszenen eventuell gehört, Thema Lautstärke. Ich sag's jetzt mal so, er ist leise, es ist okay, es passt. Man kann zur Not auch sonntags mähen. Jedoch muss ich sagen, für den Preis, für die fast 5000 Euro und in der heutigen Zeit geht es deutlich leiser. Das Wortmann Elektra macht's vor und da ist der mit Abstand der beste Mäher, was Thema Lautstärke angeht. Er ist leise, das ist richtig gut und das hätte ich mir beim Stirling auch gewünscht. Er sollte etwas leiser sein. Die Motoren, wie gesagt, sie haben Power, alles gut, alles okay, brauchen wir nicht nochmal diskutieren. Aber die Lautstärke, sie ist okay, aber sie könnte und müsste leiser sein. Vor allem das Antriebsgeräusch, wenn die Spindel richtig gut eingestellt ist, und das ist die jetzt hier, die ist relativ leise. Das ist okay. Jedoch könnte man da auch noch einiges an Lautstärke reduzieren. Für mich persönlich dreht nämlich die Spindel zu schnell. Ich habe sie gemessen, die dreht mit 1300 Umdrehungen pro Minute. Und das auch unabhängig, ob ich jetzt langsam gehe oder schnell gehe, die dreht immer gleich schnell. Und das verstehe ich nicht, warum haben sie da keinen Drehzahlregulierer eingebaut. In der heutigen Zeit kostet kein Geld mehr. Oder zumindest ein Schalter, hätte vollkommen ausgereicht. Halbe Drehzahl oder volle Drehzahl. Beim Mähen halbe Drehzahl, beim Lüften, Bürsten, Vertikat volle Drehzahl. Weil, so wie sie jetzt aktuell ist, er lässt kaum Halme stehen. Das ist gut, das passt, da will ich auch nicht meckern. Aber eine zu hohe Geschwindigkeit der Spindel hat zwar den Vorteil, dass man nur eine 6-Messer-Spindel benötigt und nicht wirklich eine 10-Messer, hat aber auch den Nachteil, dass ich natürlich einen erhöhten Verschleiß habe und natürlich auch mehr Lautstärke habe. Und deswegen finde ich, wäre es besser gewesen, die hätten da einen Schalter eingebaut. Die Geschwindigkeit ist absolut genial beim Lüften, beim Bürsten, beim Vertikat. Da macht es unglaublich viel aus. Ihr könnt selber regulieren, könnt sagen, ich gehe einfach schneller, dann ist das Lüften nicht so aggressiv. Ich gehe langsamer, dann ist das Lüften noch aggressiver und ist natürlich im Gegensatz zum Liberty, Kensington etc. mega, mega gut. Wie gesagt, die Geschwindigkeit hätte meiner Meinung nach anpassbar sein müssen. Dann wäre das richtig, richtig cool.
Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit über den Stirling. Der Stirling macht mega Laune. Es ist ein absolut klasse Mäher. Er hat viele Kritikpunkte, ja. Ich habe ihn aber auch etwas streng bewertet, wo ich persönlich finde, das darf man auch, das muss man auch, denn der Mäher kostet verdammt viel Geld. Es sind fast 5000 Euro, die dafür aufgerufen werden. Aber für 5000 Euro bekommt ihr einen fast perfekten Mäher, der ein gigantisch gutes Schnittbild hat, eine sehr gute Schnittqualität, ein mega gutes Handling und die Gesamtperformance mit dem Kassettenwechselsystem und die Vielfältigkeit ist einfach genial. Für mich persönlich ist es eine absolute Kaufempfehlung, vor allem für diejenigen, die bereit sind, ein Mäher für 5000 Euro zu kaufen, die es sich leisten können und auch leisten wollen, die werden mit dem Stirling definitiv glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, unten in die Kommentare. Bis dann. Ciao.